SSC Open 2017. Der SCC Berlin lädt in diesem Sommer zum zweiten Mal zu den SCC Open ein. Am Sonntag werden hier auf insgesamt 10 Courts die Halbfinal- und Finalspiele der Männer und Frauen ausgetragen. Ich glaube, dass das Ambiente hier sehr schön ist. Wir liegen recht zentral in Berlin. Der Verein selber hat einen guten Ruf. Insgesamt der SCC ist ein sehr, sehr bekannter, renommierter Verein. Im Finale der Frauen standen sich Linda Fritschgen aus dem Tennisclub SCC Berlin und Christine Marie Labs aus dem TTC Sportforum Bernau gegenüber. Den Sieg nahm Linda Fritschgen nach zwei deutlichen Sätzen mit 6:0 und 6:0 nach Hause. Es ist ja ein großes Turnier mit vielen Konkurrenzen, aber man merkt, dass es doch sehr heimisch ist, auch mit der Turnierleitung. Es ist, jeder Spieler wird irgendwie begrüßt, persönlich angesprochen. Man kennt sich, viele kennen ja den SCC und das ist einfach eine Wohlfühlatmosphäre und auch von anderen Spielern, wenn man mit denen spricht, die kommen einfach gerne hierher und es ist einfach ein schönes Turnier. Auch im Finale der Männer ging es um alles. Um den Sieg kämpften Niklas Fleischhauer aus dem Siemens TK Blau Gold 1913 und Mateusz Skutella aus dem TK Blau Gold Steglitz. Den ersten Satz entschied Fleischhauer mit 6:0 für sich, wurde jedoch im zweiten und dritten Satz von Skutella besiegt. Also der Verlauf im Turnier hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich hier mitspielen konnte. Ein toller Finaltag mit großartigem Tennis im Herzen des Grunewalds. Ich werde definitiv wiederkommen, weil es ja auch mein Verein ist.